Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Teil Vektorgeraden zeichnen mit der Gerade i Doppelpunkt x Vektor gleich 0 minus 1, 0 plus t mal 0, 0, 2 beziehungsweise kommt dann auch nachher noch dieser Spezialfall mit plus t mal 2, 0, 2 und es geht los! Wir haben hier ein Koordinatensystem mit einer x-Achse, einer y-Achse, einer z-Achse. Wir haben hier einen Spurpunkt als Ortsvektor. Das ist jetzt hier als Spezialfall schon gleich getan, das Video, liegt daran, der liegt auf der Y-Koordinatenachse. So. Denn wir gehen von Ursprung aus, 0 in X-Richtung, also nicht nach vorne und nicht nach hinten. Dann gehen wir minus 1 in Y-Richtung und 0 in Z-Richtung. Das heißt, wir haben hier einen Ortsvektor, können wir als Punkt A meinetwegen bezeichnen, wobei das immer schwierig ist, wenn man das jetzt dahin schreibt und dann kommt nachher ein Punkt dazu, der auch da ist, deswegen sollte man das möglichst dann später erst einzeichnen. Dieser Punkt, wenn wir den jetzt nur so stehen ließen, könnte der genauso gut hinter dieser Koordinatenebene, XZ-Ebene liegen, als auch darunter oder dahinter oder wie auch immer. Und wenn wir jetzt diese Koordinatenachse noch ein bisschen weiter durchziehen, dann können wir dadurch signalisieren, dass der tatsächlich auf dieser Y-Achse liegt. So, jetzt können wir mehrere Varianten wählen und sagen, okay, wir gehen von hier aus, weil das ja 0, 0, 2 ist. Das heißt, ich muss von hier aus nicht in diese Richtung und auch nicht in diese Richtung gehen, sondern ich muss hier wirklich nur nach oben gehen. Also 1, 2 parallel zur Z-Achse und mache hier meinen Punkt B hin und verbinde die beiden jetzt. So, und jetzt mache ich mal was, und zwar nur bis dahin. Jetzt kann man in diesem Bereich, finde ich, ganz schön sehen, dass das Teil wirklich, ne, wir sehen ja den Punkt A direkt auf der Y-Achse und das andere Teil direkt darüber. Das heißt, wir sehen, dass das Teil i Doppelpunkt x-Vektor, hier i, schreiben wir mal hin, links von der xz-Ebene liegt. Wenn ich das Ding jetzt hier durchziehe, dann habe ich an dieser Stelle das Problem, optisch, ich jedenfalls, das muss jetzt nicht für dich gelten, dass das Teil hier irgendwie schneidet. Und dann hier, an dieser Stelle liegt es für mich klar neben der Z-Achse, weil das so zweidimensional ist. Und an dieser Stelle hier liegt es direkt unterhalb der X-Achse. Wie kann ich dem jetzt beikommen? Ich kann zum Beispiel, kann ich ab hier das stricheln. Muss man aber mal gucken, ob das akzeptiert wird. Nur wegen der, ne, und dass es hier nicht wirklich rankommt. Ja, an der Stelle, wo es hier so aussehen könnte, ja, und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass es dann ab hier gestrichelt ist. Denn hier ist ja die XY-Ebene, wenn ich die mal hier so ein bisschen schraffieren soll. Und hier ist die auch, weil wir haben ja hier die Y-Achse durchgezogen. Das bedeutet, überall da, wo ich mir vorstellen kann, dass so ein Blatt hier irgendwie so in die, hier so runterragt, kann ich sagen, an der Stelle fange ich an, das zu schraffieren. Jetzt sehe ich, dass das Teil tatsächlich irgendwie links neben der XZ-Ebene liegt. Wenn ich jetzt mir nochmal den Fall hier angucke, das hier ist jetzt also abgehakt und dieses hier kommt jetzt, das heißt, ich habe i Doppelpunkt x-Vektor gleich 0 minus 1, 0 plus t mal 2, 0, 2. Dann gehe ich ja auch erstmal zum Punkt A. Und jetzt kriege ich noch Punkt B rein und ich soll jetzt 2 in x-Richtung gehen, also 1, 2. Und dann soll ich 2 nach oben gehen. 1, 2. So, jetzt wird es nämlich noch ein bisschen doller. Wenn ich die beiden Dinger jetzt einfach so verbinde, dann kann ich mir viel vorstellen. Die liegen jetzt hier in dieser Ebene hier. Wenn wir da so eine Ebene aus A und diesem Punkt, machen wir hier eine Ebene durch diese Andeutung. Und der Punkt hier liegt auch in dieser Ebene drin. Das heißt eigentlich, wenn ich mir vorstelle, hier steht ein Blatt, dann ist das hier ein Blatt, was direkt daneben steht. So, wenn ich die beiden jetzt verbinde hier, dann taucht er an dieser Stelle, taucht der Graph hier, die Gerade, taucht an der Stelle ja irgendwie ab. Ich muss mir das ja so ein bisschen so vorstellen, als wenn das Teil hier so aus der Ebene rausragt. Weil der Punkt hier liegt ja eigentlich hier. Und dann liegt dieser Punkt eigentlich hier. Also so.
Und dann geht diese Gerade an der Stelle, wenn sie da weitergehen soll, geht sie unter die XY-Ebene als erstes. Und dann geht sie an dieser Stelle hier, hier geht ja die Z-Koordinate weiter, an dieser Stelle hier geht sie auch nochmal unter die Z-Koordinate. Das heißt, hier an der Stelle, wo ich es jetzt nur noch so punktiere, da läuft sie nur noch unter, also da läuft sie sowohl rechts von der XZ-Ebene als auch unterhalb der XY-Ebene. In diesem Bereich hier ist sie links von der XZ-Ebene und oberhalb der XY-Ebene. Das bedeutet, diese Gerade verläuft jetzt eigentlich tatsächlich so. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt hier von hier aus Licht drauf fallen würde, dann würde genau dieser Strich dabei rauskommen, den ich hier gemalt habe. Gut, ich bin gespannt auf Kommentare, ob das irgendwie, ob das mit meinen komischen, klobigen Zeichnungen hier hinhaut, das sich vorzustellen und ob man das vielleicht auch mitzeichnen kann oder selber dann hinterher zeichnen kann, diese Ebenengeschichte hier zum Beispiel. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wie immer das Schild ins Bild zu halten und dann meinen Mund zu halten. Tschüss!